Achtung, es gibt's gleich wieder in. Ach, warte mal, das kann ich ja beheben, indem ich hier erstmal ein Fahrtsignal hinsetze. So, der fährt unten hin und der fährt nach Eichenhafen Höhe. Dann können wir die Strecke ja dicht machen. Dann sind, glaube ich, alle Züge da auf dem Gleis, wo sie hinwollen. Jetzt haben wir im Prinzip die beiden Abschnitte hier voneinander separiert. Jetzt haben wir im Prinzip zwei große getrennte Netzwerke. Einmal das hier oben, einmal das hier unten. Aber ich denke mal, dass wir dann später, wenn dann die Kreisstrecke kommt, wird das eh wieder zusammengesetzt. Beziehungsweise wenn dann hier ein großer, ja, wie heißt das, Roll-In-Roll-Out-Bahnhof hinkommt, dann ist das wieder zusammengeführt, aber das ist halt erstmal hier wieder ein bisschen, die sich nicht gegenseitig behindern, hier die Streckenführung. Da gab es doch noch einen Trick. Ich könnte auch einfach hier eine Brücke drüber und das dann hier so rüberziehen, dass die dann. Können die nicht eigentlich auch schon hier vorne irgendwie rüberfahren? So hier? Geht das nicht auch? Ja, dann könnten die dort nämlich parallel einfach raus und reinfahren. Wie mal, was haben wir jetzt gebaut? So. So. Das entlastet vielleicht auch nochmal ein bisschen. Jetzt können wir hoffen, dass sich dadurch der Stau jetzt ein bisschen legt. Das wird natürlich wieder ein bisschen einen Moment dauern, bis das soweit ist. Aber hier haben wir schon Zeit gespart, indem die einfach hier so aneinander vorbeifahren können. Wie könnte man die Strecke sonst noch optimieren? Ich hatte da in der ersten Staffel was gebaut, irgendwie eine Streckenführung, wie war denn das? Das war irgendwie. Da gab es einen Tunnel und die eine Strecke verschwenkt hier runter und dann so ein Tunnel, dass die dann einfach mit dem Tunnel hier rüberfahren und der eine Teil sich nicht behindert. Sowas irgendwie war das. Warum fahren, kommen jetzt ja keine Züge mehr? Ach, hier kommt schon. Ich habe schon gedacht, ich hätte irgendwas kaputt gemacht, dass ja keine Züge mehr fahren. Haben wir ja sowieso eine Art Kreuz. So, sieht ein bisschen putzig aus. Und die nächste Ausbaustufe wäre dann halt, na, diese Roll-In-Roll-Out-Station. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, zwei Kohlebergwerke anzubinden. Hier unten das könnte man eigentlich mal lassen. Dann baue ich den Bahnhof hier oben hin und baue die Strecke hier so rüber. Ja, das machen wir. Klingt nach einem Plan. Anzahl der Gleise 4, Bahnsteiglänge 2. Das jetzt, können wir ja zufällig das so bauen, dass wir beide Stationen drin haben. Ja, das geht. So. Haben eigentlich die auch eine Reichweite hier, die Dinger? Ja. Dann bauen wir das einfach. So ist natürlich jetzt auch nicht so. Naja, wie sagt man? Da bauen wir das hier und dann hinten ergibt sich das dann aus den Prellböcken. So. Gut, eigentlich müsste man da ganz korrekt eine Fiederlinie bauen, aber so haben wir beide. Ähm,
beide Kohlebergwerke. Das ist doof, das Signal, was ich dort gebaut habe. Beide Kohlebergwerke in einem. Und die quälen sich jetzt hier hoch. Was hatte ich gesagt? Ursprünglich jetzt ein Zweier, aber dann hatte ich an anderen Stellen Dreier. Dreierstufen gehabt. Das mache ich das halt so, ja. Das mache ich platt hier drüben, dass wir hier rumkommen. Leichtes Terraforming ist okay. Sag ich mal so. Und dann müssen wir gucken, dass wir das hier irgendwie anschließen können. Dass wir das Ganze. Oder man fährt irgendwie hier oben diesen Abschnitt an. Ist wahrscheinlich auch nicht dumm, die Idee. Ist wahrscheinlich auch am einfachsten zielführend. Wenn jetzt nicht dieser Wald hier am Weg wäre. Dann kommt halt hier so eine Kurve rein, zack. Ist dann halt eine scharfe Kurve, aber was soll man denn im Gebirge machen? Ich glaube, der hat ja beim Hochfahren, hat die Lok dann ja eh nicht so viel Speed, dass das irgendwie einen spürbaren Geschwindigkeitseinbruch oder eine Einbuße bringt, diese scharfe Kurve. So, und hier kommt einfach das. So, hätten wir hier diesen Streckenabschnitt schon mal so temporär im Einsatz. Das wäre natürlich, wenn dann hier dieser Ring kommt, schöner werden. Hier ist mittendrin keine Wartungsbox. Ja, müssen die halt von hier hinten her fahren. Oh, eine neue Lok, eine Alstom, Diesel und eine Wempu. Ist die Alstom, ist die für Cargo gedacht? Dann haben wir gleich mal eine neue hier drin. Heavy Freight, ja. Dann wird das immer bunter hier, unsere. Oh, ein Ohrwagen mit 55 Tonnen Ohr. Was haben die hier geladen? 104, das würde passen. Cool, da haben wir jetzt spontan auch einen Test hier mit schnelleren Waggons. Das ist ja cool. Dann lohnt sich ja schon fast bald alle. Oh, plus 4 Millionen hier, cool. Da lohnt sich, weil wir kaum was gebaut haben, da lohnt sich ja schon fast. Die Fahrzeuge umzurüsten hier, beziehungsweise. Die Waggons. Kann ich auch nur Waggons tauschen? Ach, das geht wieder bloß entweder alle oder gar nicht. Das ist ja auch doof. Ich hätte eigentlich gern nur die Waggons von allen Fahrzeugen, die schneller als diese, was ist das? 76 oder so fahren können. Und jetzt fahren die mit Dieselloks hier hoch, die Anwohner. Na gut, hier sind eigentlich kaum Anwohner, die sich beschweren können. Über den Dieselrauch. Ich will aber auch nicht alle Fahrzeuge auf einmal jetzt umtauschen. Wie gesagt, ich hätte gern bloß die Waggons getauscht von denen, wo. Die schnellere haben, oder müsste ein Mensch schon das für alle machen? Ich meine, 55 Tonnen, das ist schon mehr, ne? Da kann man durchaus mehr wegkarren. Muss ich mal so sagen, 21 Tonnen Weizen, Tonnen Kohle, 12 Tonnen Kohle. Wir machen einfach, ersetze das mit allen, keine Ahnung. So, hier kommt die Diesellok durch den Tunnel, der muss warten, weil eine Dampflok noch davor rumstand. Bäume fangen jetzt auch langsam an, so ein bisschen zu wachsen. Da hatten wir, ach, hier oben ist auch eine Kohlestation, da hatten wir ja gar keine so richtig.
Potsdam wächst und gedeiht. Hier sind übelste Passagiere drin. Und hier unser Sunny Cruiser Bus fährt da einfach mal ganz entspannt diese alpine Strecke hoch. Man könnte so eine Strecke auch noch hier mit Kiesheim bauen nach Bremen an der Donau. Das wird eine schöne Strecke und die könnte man schön hier irgendwie diesen Kamm lang bauen und dann hier runter. Das wäre doch mal eine witzige Sache. Ja, da haben wir im Prinzip, wenn ich das richtig sehe, kohletechnisch haben wir jetzt alle Richtungen erschlossen. Dann können wir eigentlich als nächstes in Richtung des Holzes gehen. Was ist denn hier hinten? Was ist denn das? Achso, es ist die Stadt. Das sah gerade so ein bisschen komisch aus hier. Wenn man rauszoomt hier, wieso, als würde dort eine Strecke stehen oder ein Bahnhof? Nee, gut. Im Prinzip stimmt das. Können wir dann als nächstes die Holz machen vielleicht. Das wird lustig, hier so ein Ring drumrum und dann müsste man gucken, wo liegt ein gutes. Achso, dann müsste man natürlich hier dann hier noch den Abzweig machen, dass die dann hier abbiegen. Ob man dann hier das hier als Viererkreuzung macht und mit einem Zweig hier oder ob man hier nochmal irgendwo extra abzweigt. Vielleicht hier und dann herüberzieht, das ist die Frage. Hier einmal rumbauen dürfte relativ. Also relativ natürlich einfach sein. Hier wird es natürlich ein bisschen schwer, weil es hier so hoch geht. Da könnte man den einen oder anderen Tunnel bauen. Und hier hinten, ja, das könnte man dann vielleicht in dem Bereich irgendwo verbinden. Aber das kommt in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Obentransportalkunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen bisher. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Auf Wiedersehen, macht's gut und tschüss.